Also, es ist ein paar Wochen her und da habe ich euch unsere neuen, aber noch leeren Büroräume gezeigt. Heute nehme ich euch mal mit und zeige euch mal, wie diese neuen Büroräume jetzt endlich voll geworden sind, denn wir sind schon mitten dabei, wir arbeiten schon da und ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze so ausschaut. Ja, dann hallo und herzlich willkommen in unseren neuen Büros. Ihr habt es gesehen, wir haben noch kein fertiges Schild. Das ist noch in der Werbeagentur. Ich hoffe, es wird in den nächsten 2-3 Tagen geliefert. Momentan ist es so, wir sind zu 96-97% fertig. Also deswegen überschaut diese Kleinigkeiten. Das kommt alles noch. Aber jetzt kommt erstmal rein. So, wir gehen gleich mal als erstes hier in die untere Etage. Also das ist sozusagen alles, wo Backoffice stattfindet. Hier wird die ganze Kundenverwaltung gemacht, hier werden Rechnungen geschrieben, hier werden die Videos bearbeitet. Also hier findet ganz, ganz viel Arbeit statt, die man nach außen gar nicht so sieht, aber die natürlich extrem wichtig ist. Und hier ist so eine kleine Besprechungsecke, wo wir früh immer unser Team-Meeting machen. Und jetzt nehme ich euch noch ein bisschen weiter mit. Hier sitzt unsere Conny. Hallo Conny. Hallo jetzt. Okay, dann haben wir hier weiter hinten noch zwei Arbeitsplätze. Da ganz versteckt hier hinten in der Ecke sitzt der Sven. Hallo Sven. Hallo. Hallo. Hier sitzt noch der Jan, der ist aber gerade oben. Und wie gesagt, hier wird eben viel Zuarbeit gemacht. Die ganzen Kundenmails werden hier beantwortet. Wir bekommen ja am Tag wirklich wahnsinnig viele E-Mail-Anfragen zum Optionshandel, zu allen möglichen Dingen rund um das Thema Börse. Und all das wird hier unten von meinem Team gemacht. Sehr fleißig, am ganzen Tag viel zu tun. So, das hier jetzt, das ist ein Raum, den kennt ihr vielleicht schon, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt, denn hier drin drehen wir jetzt unsere Videos. Wir haben also extra uns einen Raum gemacht, wo wir unsere ganzen YouTube-Videos drehen können. Und da schauen wir mal rein. So, und da seht ihr, sitzt auch schon jemand da. Hallo Friedrich. So, hier werden also die ganzen Videos gedreht, hier wird das alles geschnitten. Hier, wenn wir mal was erklären, Momentum, gab es gestern ein Video darüber, was wir gemacht haben. Ja, und hier finden auch die Coachings statt. Also das heißt, unsere Helpdesk-Sitzungen, die wir machen, unsere Coachings, Coachingstufe 2, das machen wir alles hier herinnen. Warum? Weil hier ist es relativ ruhig. Ihr seht auch hier, die Fenster sind zu, kein Tageslicht dringt her. Aber hier können wir das einfach machen. Also von der Qualität her, vom Ton und so weiter, ist das hier ganz gut. Und auch die ganzen Kartons, die ihr hier noch seht, die haben wir am Anfang, als die Vorhänge noch nicht da waren, einfach genommen, haben die hier aufgebaut, damit es nicht so hallt, weil sonst klang das immer so ein bisschen wie aus dem Schlachthaus. Und das war natürlich nicht Sinn und Zweck. Deswegen haben wir die hier so aufgebaut. Die räumen wir jetzt mal wieder mit raus. So. Das war also die untere Etage, aber da gibt es ja noch viel mehr und deswegen gehen wir jetzt mal nach oben. So, also jetzt gehen wir mal hoch in die oberen Etagen. Ich sage Etagen, wir haben nämlich oben noch zwei Etagen, wobei wir allerdings nur eine nutzen. Die andere, da ist hauptsächlich Archiv drin, da ist Lager drin und solche Dinge. Und die ist einfach dafür da, wenn wir weiter wachsen, wovon ich ziemlich überzeugt bin, dann können wir das Ganze noch ausbauen und können also einfach nochmal 4-5 Arbeitsplätze für neue Kollegen und Kolleginnen schaffen. So, und jetzt gehen wir hier lang. Also wie gesagt, das hier, da geht es in unseren geheimen Oberboden, den wir niemandem zeigen. So, und dann kommen wir jetzt hier schon in die ersten Räume. Hier haben wir mal unsere ganzen Bücher aus dem alten Büro mitgenommen. Wir haben hier wirkliche Schätzchen. Also wir haben hier zum Beispiel noch Bücher aus den, hier ein Commodity-Handbuch aus dem Jahr 1962, aus Chicago. Also wir haben ganz, ganz viel solche alten Dinge, ganz alte Bücher, natürlich auch ein paar neuere Bücher. Und das ist das, was wir also hier drin haben. So, jetzt gehen wir in den nächsten Raum. Hallo Jan. Und ja, also das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Raum, denn das ist unser neuer Handelsraum. Und diesen Raum, den wird auch der ein oder andere von euch demnächst sicherlich mal kennenlernen, denn wir haben hier extra, was habe ich euch im Ankündigungsvideo gesagt vor ein paar Monaten, wir haben hier extra zwei Arbeitsplätze für Kunden eingerichtet. Das heißt, das sind hier nagelneue, ganz, ganz tolle PCs, haben wir natürlich von Trading PC gekauft, 24 Zoll Monitore, 4 Stück, wirklich mit dem
das Feinste vom Feinen, was es momentan an Technik gibt. Und es wird gar nicht lange dauern und dann habt ihr die Möglichkeit, uns hier vor Ort zu besuchen. Also es wird so ungefähr noch 4 Wochen dauern und dann stellen wir das Ganze online. Das heißt, ihr könnt dann zu uns kommen, ihr könnt bei uns mithandeln. Man kann sich hier dann also mal für 1, 2, 3, 4 Tage einmieten und kann dann wirklich mal mit uns den Tagesablauf erleben, kann mal schauen, wie machen die Jungs denn das, wie sieht unsere Morgenroutine aus, wie gehen wir über den Tag, wie gehen wir mit Nachrichten um. Warum hängt da ein Fernseher, der leise gestellt ist? Also warum haben wir all diese Dinge? Das heißt, hier werden demnächst also Kunden sitzen und da freue ich mich wirklich sehr, weil das halt eine ganz große Nachfrage war. Wir haben schon ganz, ganz viele Vorreservierungen von Kunden, die das wussten. Und das werden wir also demnächst hier machen. Ja, und ansonsten findet hier unser Handel statt. Also das heißt, hier traden wir auch selber. Wir haben also hier auf den verschiedenen Rechnern haben wir unsere Chart-Software, wir haben unsere Trading-Plattformen. All das findet also hier in diesem Raum statt. Das Ganze wird demnächst noch ein bisschen bunter, denn hier wird demnächst ein super schönes Bild hängen. Wir warten noch auf die Galerie, dass sie das Ganze liefert und es kommt sogar noch eine Pflanze rein. Also ich glaube 4, 5 Pflanzen kommen da rein. So, gehen wir in den nächsten Raum. Und zwar haben wir hier jetzt einen Besprechungsraum, den nutzen wir natürlich intern, für wenn wir interne Besprechungen machen und den nutzen wir aber auch zum Beispiel für Inhouse-Seminare. Das heißt also, wenn Kunden zu uns kommen und wir so für 3, 4, 5 Leute hier interne Seminare machen. Wir haben auch für uns selbst schon das erste Seminar letzte Woche hier gemacht, hatten wir einen Kollegen eingeladen, der hat also uns seine Art des Handels ein bisschen näher gebracht und wir haben zum Beispiel hier so einen riesen Fernseher hängen. Nicht, weil wir Fernsehen damit anschauen wollen, sondern wir nehmen das einfach als Beamer-Ersatz. Das heißt, diese ganzen Zeiten, wo man alles irgendwie hingebeamt hat, das ist vorbei. Wir lassen das über diesen riesengroßen Fernseher laufen. Und damit hat man natürlich einfach einen super tollen Blick, wenn man sich Charts anschaut, wenn man Präsentationen sich anschaut. Das ist richtig schön. Auch hier kommt noch ein schönes Bild demnächst hin. Und jetzt gehen wir mal in den nächsten Raum. Mal gucken, ob wir rein dürfen. Ich glaube, wir dürfen. Und zwar sitzt hier meine Frau Nicole. Und wenn ihr zu uns auf ein Seminar kommt oder wenn ihr irgendein Event mit uns macht, dann ist das mit großer Wahrscheinlichkeit hier in diesem Raum organisiert worden. Denn das macht meine Frau, die organisiert das alles, die ganzen Hotels, die ganzen Buchungen und so weiter und so fort. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Raum. Hier wird auch das Geld verwaltet. Also das ist wirklich wichtig. Ja, und das ist halt ihr Reich, das ist, man sieht es auch ganz deutlich, dass hier eine Frau sitzt, ne? Die erste, die schon ein Bild an der Wand hat, die hier schon so ein bisschen was hat, fehlt auch nur noch eine Pflanze, aber ansonsten ist das schon das erste Zimmer, was so wirklich zu fast 100% eingerichtet ist, ein paar Blümchen auf dem Tisch, also all die Dinge, wo wir Männer keinen Bezug so richtig dazu haben. So, jetzt gehen wir mal in mein Büro und ja, das ist also das ist meins. Hier denke ich mir also die ganzen Dinge auf, die wir so den, oder denke ich mir aus, was wir jetzt so den ganzen Tag machen. Ich wollte immer einen Schreibtisch haben, den man hoch und runter fahren kann. Und das habe ich jetzt endlich. Also hier, ne, kann man runterfahren und kann man hochfahren. Und das ist natürlich super, weil da muss man nicht den ganzen Tag sitzen, sondern kann auch stehen. Ist also gut für den Rücken. Und ich habe hier natürlich auch ein bisschen meine Handelsplattformen, wobei das meiste wirklich drüben in unserem Handelsraum stattfindet. Aber hier mache ich halt alles, was auch so administrative Dinge sind in der Firma. Hier denke ich mir neue Ideen aus. Hier habe ich meine ganzen unternehmerischen Dinge gesammelt. Also hier sind meine ganzen Ordner und so weiter. Familie natürlich immer mit dabei. Und ja, das ist also hier in meinem Büro. Und dann, wenn man mal eine Pause macht, wo geht man da hin? Jetzt nehme ich euch nochmal mit zum Abschluss, gehen wir nochmal in unsere Küche. Da treffen wir uns natürlich ganz einfach früh mittags und auch wenn wir mal so Lust auf einen Kaffee haben. Und ihr seht, alle sind schon da. Und Dankeschön. Ich habe also auch schon einen. Und wenn ihr mal mit uns ja Kaffee trinken wollt, dann schaut demnächst immer mal auf unsere Webseite. Denn wir werden demnächst Tage der offenen Tür machen. Das heißt, regelmäßig so ungefähr so 5, 6 Mal im Jahr werden wir Tage der offenen Tür machen. Das heißt, ihr könnt zu uns kommen, ihr könnt uns besuchen, könnt mal so einen Talk mit uns miterleben, könnt euch das alles mal live anschauen. Und wie gesagt, wir werden eben auch Angebote machen für Inhouse-Seminare, dass ihr mit uns mal handeln könnt, dass ihr 1, 2 Tage zu uns kommt oder auch 3 und dass ihr sowas mitmachen könnt. Und da freue ich mich schon drauf, euch demnächst mal hier zu sehen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diese kleine
Tour durch unser Büro. Wir sehen uns demnächst wieder bei neuen Videos. Jetzt wisst ihr auch, wo die herkommen. Also bis bald. Servus. Macht's gut.